Den deutschen Schweinen soll es besser gehen. Das wollte Greenpeace bezwecken und hat es jetzt wohl auch geschafft. Erst im Mai hat die Umweltorganisation ein Rechtsgutachten vorgelegt, das zu dem Schluss kommt, dass die konventionelle Schweinehaltung hierzulande gegen das Tierschutzgesetz und die Verfassung verstößt. Aufgrund dessen wurde der Berliner Bürgermeister Michael Müller mit den Postkarten von Unterstützer der Organisation aufgefordert, eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die rechtswidrigen Zustände in der Schweinemast einzureichen. Dies ist nun auch in die Tat umgesetzt worden, denn der Berliner Senat hat beschlossen, eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Auch wenn das Urteil des Gerichts noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, stehen die Zeichen gut, dass das Leiden in deutschen Schweinestellen ein Ende hat. Wieder einmal zeigt der Einsatz von Greenpeace Wirkung und man kann sagen, es war ein kleiner Schritt für Greenpeace, doch es ist ein großer für die Schweine.